Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal leider alleine durch die Stadt gelaufen, weil Maria ja nicht mehr bei uns ist. Und haben hier dieses unbekannte Gebiet gefunden bei der alten Community. Oder wie nennt man das hier? Ich suche gerade den Namen. Ja, Historical Society, genau, bei der historischen Community, Gesellschaft. Und ja, wir sind jetzt hier vor diesem Loch gelandet. Und ja, ich würde sagen, mit spannender Musik steigen wir da rein. Das Loch ist dunkel und ich kann nichts sehen. Ja, wir springen einfach mal rein. Ist ja. Oh Gott. Wir springen einfach rein. Wow. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall keine Karte. Es ist nur eine Wand. Daran kann man unmöglich hochklettern. Ja, toll. Und jetzt? Und jetzt? Ah, was? Es ist nur eine Wand. Das ist anders. Dieser Fleck hier fühlt sich anders als eine normale Wand an. Ob ich sie wohl durchbrechen könnte? Ja, dann mach doch mal mit dem. Hiermit? Nee. Doch, rüst es mal aus und schlag mal drauf. Ah, okay. Da ist also tatsächlich eine Tür drin. Ich war zugemauert. Oh mein Gott, das wird wohl seine Gründe haben, warum das zugemauert war. Eieieiei. Ach, okay. Das ist bekannt. Aua, ja, kotzt mich direkt mal an. Hallo? Ach, ja, dann, das wird mir jetzt zu blöd, deswegen. Die Pistole. Lad nach. Und. Du nervst. Drauftrampeln. So, wir sind in irgendeiner ekelhaften Kanalisation mal wieder gelandet. Wo eine Tür direkt hier zu ist. Okay. Jawohl, liebe Leute. Weiter geht's mit einer neuen Aufnahmesession hier. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses nach wie vor gefällt hier, dieses Projekt. Weil mir gefällt es sehr. Und. Da kann man direkt rein. Ach, krass. Da geht's aber auch direkt weiter. Wartet mal, ich würde ganz gerne. Das ist kaputt, okay. Ih, was war das denn? Boah, eine Fliege oder was? Na, das ist ja sehr ekelhaft. Ja, ich mag ja solche Kanalisationen im Spiel überhaupt nicht, ne? Wie ihr wisst. Einfach immer ekelig. Aber gut, das ist der einzige Weg scheinbar. Da liegen Schlüssel. Okay. Sehr gut. Schlüssel mit Spiraltext. What? Oh, mal laden mal. Wie viel haben wir davon? 120 Schuss. Ja, meine Güte. So, hier. Prüfen. Er lautet: Es ist Zweifel, der euch zum Fegefeuer führet. Aha. Okay. Oh. Oh. Okay. Könnte ich nicht verwenden. Da ist so ein Numpad da rechts daneben dran, ne? Schlüssel daran benutzen?
prüfen. Ja. Was ist das hier? Warum? Wenn prüfen, das kann man also nicht kombinieren. Sind wir jetzt hier eingeschlossen für Zellenbatterien? Können die vielleicht daran benutzen? Ja! Okay, abgeschlossen und hier sind jetzt überall Käfer drin. Lass mich in Ruhe. Ja, toll. Aber was denn? Okay. Sorry, Leute. Wir müssen einfach einen dreistelligen Code geben. Einfach weiter probieren. Okay. Ja, das ist jetzt ja... Oh, scheiße, die machen mir sogar Schaden, die Teile. Ist da sonst nichts? Wartet mal, prüfen. Es ist Zweifel, der euch zu bringen. Okay. Ich habe ja keinen Code. Ich habe keinen Code, Leute. Das sind mir auch irgendwie zu viele Möglichkeiten. Ne? Es ist irgendwie... Wartet mal. Haben wir vielleicht irgendwas im Inventar, was uns darauf einen Aufschluss geben könnte? Ne, das sind ja nur die Waffen. Nö. Eigentlich nicht. Okay. Das ist jetzt interessant. Der Brief. Nee, das ist ja nur... das ist ja nur... was soll denn das? Was soll denn das? Nee, da ist nichts. Müssen wir einfach probieren, denke ich mal an, oder? Einfach probieren. Einfach weiter probieren. Okay. Na komm schon. Ja. Die kann man auch. Lol. Okay, wir sind wieder raus. Da gehe ich nie wieder rein. Krass. Krass, Leute. Okay, dann wir sind da wieder raus. Dort unten ist eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Eieieiei, das ist... Wahrscheinlich ist dieser Schlüssel, den wir aufgesammelt haben, für das andere Teil hier. Da. Nee, kaputt. Okay. Fliegen hier überall. Das war doch schon wieder mysteriös da gerade. Okay. Höchst interessant. Wofür ist dieser Schlüssel, den wir aufgesammelt haben? Hier ist ja auch nichts, ne? Ich durchsuche nochmal alles. Ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Ich weiß auch nicht warum. Aber... Ja, liegt wahrscheinlich daran, weil ich so kurz nach dem Aufstehen tatsächlich spiele. Ja. Normalerweise zocke ich ja abends. Aber diesmal nicht. Muss man da nochmal rein? Nee, ich will hier nicht drin sein. Da muss ich nicht nochmal rein. Was hat denn das jetzt damit auf sich? Benutzen. Ah, benutzen, okay. Ja, dann, jenseits der Tür ist stockdunkel. Ich kann nicht erkennen, wie weit sich die Dunkelheit erstreckt. Ja.
Spring einfach rein, ist ja. Ich spring einfach in dunkle Löcher rein. Oh Mann. James, du bist sehr mutig. Oh, Eddie ist da. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie! Okay. Also Eddie wird auch langsam verrückt. Es ist eine Leiche, der Körper ist mit Einschusslöchern übersät. Als ob das nicht Eddie war, ganz ehrlich. Vor allem, wie kommt der hier rein? Wie kommt der hier rein? Das ist doch auch ein bisschen... Was ist denn das? Tafel, gefräßiges Schwein. Okay, Speicherpunkt. Sehr gut. Okay. Ja, Eddie, dir vertraue ich nicht mehr so leicht. Der scheint seinen Verstand zu verlieren langsam. Ja, das ist so verständlich. Ich bin ja auch langsam ein bisschen verrückt geworden, was dieses Spiel angeht. So, was sind wir denn jetzt hier wieder drinne? Eine Karte. Wir waren auf jeden Fall eben in der Kasalisation und sind jetzt in einem anderen Gebiet. Wartet mal, ich gehe mal wieder raus. Das ist mir ein bisschen zu krass da. Auf dem Schreibtisch liegen Dokumente, sie haben aber nichts mit mir zu tun. Eine Wandtafel. Ich habe vergessen, dass das Spiel weiterläuft, wenn man Sachen liest. Das ist ja richtig mies hier. So, eine Wandtafel. Was auch immer drauf geschrieben stand, ist völlig verblasst und ich kann es nicht lesen. Ja, schade, Mensch. Oh, so viele Türen wieder. Aber die gehen ja alle wahrscheinlich nicht. Doch. Okay. So, was haben wir denn da? Eine Karte des... Oh, des Gefängnisses. Ach, krass. Okay. Ja, danke für die Musik wieder. Sehr gut. So, das heißt, wir haben jetzt hier... Ja, gut. Eigentlich nur zwei Wege zur Auswahl. Erstmal. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen hier vorne an. Wir haben ein Gefängnis. Okay. Das ist sehr interessant. Okay, und alles irgendwie miteinander verbunden. Da ist ein Riesenbereich. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ich meine, da sind ja überall Zombies drin, ne? Ich kann die Tür nicht öffnen. Ah ja, kotzt mich doch durch das Gitter an, Mensch. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich kann die Tür nicht öffnen und du gehst mal bitte so kaputt. So. Hier ist eins offen. Das sind aber nur Gefängniszellen. Aber mit Mutti drin. Okay. Ja. Nein, da ist wieder ein Zombie drin.
Oh Gott, was ist das für ein Geräusch? Ich habe eine Wachspuppe. Oh, was? Überall auf dem Bett und dem Boden liegen Bücher verstreut. Schwarze Magie aus dem Abgrund. Wiederauferstehung der Toten. Die Chronik des Agrippa. Manuskript des der Eisernen Ringe. Ich schätze, ich sollte mir darüber nicht allzu viele Gedanken machen. Ja, das Ganze sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus hier. Das stimmt schon. Was sind das für fette Schritte? Okay. Gefängnisgänge, oh mein Gott. Und das bei Silent Hill. Gut, dann gehen wir zurück. Alter Schwede! Aua, Mensch. So, was ist das hier eigentlich? Eine wachsgeschnitzte Puppe. Sie lag in der Zelle. Gefräßiges Schwein. Metalltafel mit gefräßiges Schwein auf einer Seite. Fand sie im Speisezimmer. Aha. Okay, das sieht interessant aus. Ne, das kann man leider nicht miteinander verbinden. Nehmen nochmal das Stahlrohr, bitte. Ich möchte doch ein bisschen Munition sparen, Leute. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die brauchen werden, wenn wir so viel Muni hier kriegen. So, da ist Dead End. Das heißt, wir kommen da nicht hin, okay. Das heißt, wir gehen hier nochmal zurück. Und müssen nochmal in der fünften Zelle gucken. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, hier. Ne, verzählt. Okay. Da ist ein Zombie drin. Aber die kann man auch nicht aufmachen. Okay. Dann. Eieieiei. Oh, das ist so unbehaglich. Okay. Alles geprüft? Alles geprüft, okay. Meine Güte. Boah, das muss ich wieder runter, ne? Oh, was ist das denn? Da kommt man auch nochmal weiter. Aber das ist nur ein Raum, das heißt, hier können wir bleiben. Den können wir uns mal angucken. So. Ach, das. Okay, da sind wir hergekommen. Okay, schon gut. Wie, kommt man jetzt auch nicht hin? Wie jetzt? Ach. Ach, schade. Okay. das heißt, wir müssen. Ja, ich bin. Ja, wartet mal. Hier rechts kann man ja auch noch mal rein. Okay, hier sind auch noch mal Zellen, nehme ich an. Oh ja. Oh ja. Einfach weiter draufhauen hier. Das ist geil. So. Lass mal. das brauche ich nicht. So. Ja, toll. Ah, das ist. So. Und jetzt hier, genau. So. Und dann schauen wir uns mal hier in den Zellen um, aber hier ist nichts. Okay. Nicht öffnen. Nicht öffnen. Okay, das war schon mal Mist hier, die Ecke. Gut, dann schauen wir uns mal. Ja, kotz mich nur an. Ich möchte hier Munition sparen, aber das geht alles auf Kosten von Heilung. Ich weiß es ja nicht, ne? So. Ach. Das geht echt komplett auf Kosten von Heilung hier. Jetzt ist der wieder hier. Mano. Dass die immer so schnell auf dem Boden sind. Das ist so krass. Auch wieder diese hämmernde Musik. Und alles zu, da was liegt hier. Da liegt nochmal so eine Steinplatte. Tafel der Verführerin. Aha. Metalltafel mit der Inschrift Die Verführerin auf einer Seite. Ich fand sie in der Dusche. Ah ja. Okay.
Hier ist eine Dusche. Sie ist aber kaputt und es kommt kein Wasser heraus. Ja, schade, James. Mal so ein bisschen den ganzen Zombie-Schlick abwaschen wäre doch schon mal cool gewesen. Aber nein, das klappt nicht. Okay. Ja, ich gucke sehr oft auf die Karte. Würde ich sagen, checken wir mal die nächste Tür. Die ist abgeschlossen. Und hier kommt man nicht weiter. Das Schloss ist voll kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Gut, das heißt, wir müssen tatsächlich durch die andere Seite. Alles klar. Das heißt, hier rein. Genau, einfach vorbeilaufen links. Das interessiert mich hier überhaupt nicht, was sie hier macht. So. Genau, hier unten kommen wir nicht weiter, ne? Ja, stimmt. Das heißt, der einzige Weg ist jetzt noch die... Ah, wartet mal. Nicht übersehen, da ist Munition. So, okay. Bang. So, und hier und zack. Wunderbar, Mensch. So. Ah, schon wieder diese hämmernde Musik. Ich hasse das. Total nervös hier. Okay. Hier sind noch mehr Gefängnistüren. Die allererste, wartet mal. Die allererste. Ah! Aha. Was haben wir denn hier? 436 Zuschauer bei einem Konzert. Wird vielleicht nochmal wichtig. Rennender Mann. Okay. Oh Gott, die Geräusche im Hintergrund. Was soll das? So, das kann man nicht öffnen. Kann man nicht öffnen. Kann man nicht öffnen. Hier kann man rein. Hier sind Magazine. Nichts wirklich Interessantes. Noch so eine Tafel. Der Unterdrücker. Okay. Metalltafel mit der Inschrift der Unterdrücker auf einer Seite. Ich fand sie in der Zelle. Okay, interessant, das mit den Tafeln. Oh, die Eisenschranktür ist fest verschlossen. Ich kann sie nicht... Wie jetzt? Ich kann sie nicht aufbrechen. Fest verschlossen. Jetzt, okay. Da gucken wir mal weiter. Die kann man nicht aufmachen. Die auch nicht. Die auch nicht. Gefängniswärter hier. Die geht auch nicht auf. Okay, die zweite nochmal. Nee. Oh ja, ich glaube, dann haben wir hier alles. Jetzt ist sie offen. Ja, danke schön. Nee. Wartet mal, wir können doch... wartet mal. Wir gehen mal zurück. Ganz kurz. Lass mich mal alle mal vorbei hier. Und dann gehen wir nochmal hier runter. Da ist nämlich noch eine Tür auf der linken Seite, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Hier. Jo. Oh, die Reichweite von denen. Aua. Die Reichweite von denen ist so krass. Ich möchte hier Munition sparen, tatsächlich. So. Wie gesagt, geht voll auf meine Heilung. Aber... ich weiß ja nicht, was hier noch kommt, ne, in dem Spiel. Hier liegen blutbefleckte Kleidungsstücke. Okay. Das Schloss ist wirklich... Ach, toll. Das heißt, die geht niemals auf, oder was? Sieht so aus, ja. Toll. Nur Munition geholt. Aber immerhin. Immerhin. Also, Munition kann man nie zu viel haben. Boah. Ein Riesenbereich, da kommt man sogar rein. Oh Gott. Ist das eventuell ein Bosskampf? Ich weiß ja nicht. Aber krasses Gefängnis auf jeden Fall, ja. Wie kaputt. Ah, da müssen wir... Okay. Dann müssen wir einmal hier weiter.
Ja, macht ihr eure Sache da weiter. Ich weiß ja nicht. Ihr könnt da weiter versauern. So. Hä? Ah, hier. Hier waren wir doch noch gar nicht. Na, immerhin ein Erste-Hilfe- und ein Feuerzeug. Hä? Auf der anderen Seite. Ich wollte schon sagen, sind wir jetzt hier bei Resident Evil gelandet oder was? Feuerzeug, ja, das kriegen wir irgendwann. Denke ich mal. Eieieiei. Alles zerschrottet hier. Warte mal, das ist nicht so schnell. Ist das irgendwas hier? In dem Müll? Nein, okay. Weiter. Ja. Wieder jede Menge Türen hier. Ich würde sagen, wir fangen oben an. Was heißt hier? Kaputt. Kaputt. Okay. Der erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil hier. Kaputt. Ah, schaut mal, da sind wir doch direkt schon auf der anderen Seite mit dem Feuerzeug. Dankeschön. Gut, dann geht's mal weiter. Kaputt. Kaputt, okay. Oh, hier kann man aber rein. Oh Gott. Um Himmels Willen, das Klo. Oh nein. Kommt doch bestimmt wieder irgendwas. Ich laufe an die Tür, aber niemand antwortet. Doch bestimmt wieder irgendwas. Ah, ich wusste es doch, aber. Oh Gott. Hallo. Oh Gott, ich bin voll erschrocken wieder, ey. So. Gibt's hier keinen Speicherpunkt irgendwie mal? Noch ein Klo. Doch, hier. Dankeschön. Das Spiel hat mich erhört. Okay, so. Tja, sonst ist hier aber auch nichts. Hier kann man rein, okay, da gehe ich aber erst noch nicht. Ich will gerne noch die letzte Tür hier durchforsten. Verbandskasten. Autsch. So. Mach den kaputt. Mach den kaputt. Nein, doch nicht. Ach. Ja, wie gesagt, es geht alles gerade ein bisschen auf meine Heilung, aber dafür haben wir auch 150 Schuss Buddy. Wiederherstellung der Energie durch Schmerzstillung. Starke Wirkung. Okay. Die Vollheilung werde ich tatsächlich mir aufsparen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das Medizin... der Medizinkasten ist, der eine Vollheilung ist. Aber nein, tatsächlich nicht. Okay. Eine Ampulle. Ah ja. Nochmal ein Gesundheitstrank. Wie ist es hier denn? Oh, was? Hier ist ein Tagebuch. Ah. Häftlinge fühlen keine Reue. Sie sehen sich selbst tatsächlich überhaupt nicht als Verbrecher. Sogar der ungebildetste Rohling würde die wenigen ihm bekannten Worte benutzen, um sich zu rechtfertigen. Und sie haben solch oberflächliche Träume, sie gedeihen selbst in der Dunkelheit. Auch Häftlinge bilden da keine Ausnahme. Egal wie schmutzig oder widerlich das eigene Leben und die eigene Existenz sein mögen, die menschliche Natur ist beständig. Okay. Ist ein Magazin. Hab ich noch nie gesehen. Wird von einem lokal herausgegebenes Magazin sein. Ja. Toluca Lake. Die wichtigste Touristenattraktion der Stadt. Okay, das ist meine Uhr. Dieser klare, prachtvolle See hat jedoch auch eine andere Seite. Es mag wie eine typische Gespenstergeschichte anmuten, auf die man vielleicht... also auf die man in vielen alten Städten überall mehr anstoßen könnte. Aber in diesem Fall ist die Legende wahr. An einem nebeligen Novembertag im Jahre 1918 kehrte die Little Baroness, ein Schiff voller Urlauber, nicht in den Hafen zurück. In einem Zeitungsartikel der damaligen Zeit heißt es nur, sie ist wohl aus irgendeinem Grund gesunken. Trotz einer gründlichen Suchaktion wurde bis heute weder Teile des Schiffs noch einer der 14 Körper von Passagieren oder Mannschaft geborgen. Ja, denen werden wir vielleicht noch begegnen. 1939 ereignete sich noch ein seltsamerer Vorfall. Es wurden viele Seiten herausgerissen. Viele Leichen ruhen auf dem Grund des Sees. Toll.
Ihre knochigen Hände recken sich in den Schiffen entgegen, die über sie hinwegfahren. Vielleicht greifen sie nach ihren Kameraden. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Ach, da freue ich mich doch schon wieder auf die nächste Folge. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr es gerne unter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.